Dieses ist die Zeit der Wende, nun zählt Klarheit, Kraft und Mut. Viele Herzen, viele Hände, voller Sanftheit und voll Wut. Hallo, ihr Freunde der Ausblicke auf die neue Zeit. In meinem heutigen Gespräch begrüße ich Petra Maria Große-Lordemann. Petra Maria ist Juristin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Themen Geld- und Wirtschaftsordnung. In diesem Zusammenhang ist sie auch auf Beziehungen unseres Geldsystems mit den Archetypen gekommen. Darüber werden wir heute sprechen. Seid gespannt und lasst euch überraschen. Schönen guten Tag, liebe Petra Maria. Ich freue mich, dass du meine Einladung zu einem Interview angenommen hast und heiße dich deshalb ganz herzlich jetzt hier im Online-Kongress Ausblicke auf die neue Zeit willkommen. Ja, herzlichen Dank, Siegbert, für die Einladung. Da bin ich natürlich auch gern gefolgt. Ja, das ist gern geschehen, weil du nämlich ein spannendes Interviewthema mitbringst. Du hast dich aufgrund verschiedener Interessenslagen und Erfahrungen im Leben intensiv mit Geld- und Wirtschaftsordnung beschäftigt und bist in dem Rahmen auch darauf gekommen, dass die sogenannten Archetypen, die die meisten wahrscheinlich nur von C.G. Jung her kennen, einen Einfluss darauf haben, welches Wirtschaftssystem und Geldsystem die Menschen bevorzugen. Ja, und das ist natürlich schon sehr spannend, zumal ich selbst überhaupt nie auf die Idee gekommen wäre, überhaupt da eine Verbindung herzustellen, obwohl es bei genauer Betrachtung fast zwangsläufig logisch ist, so wie auch unsere innere psychische Einstellung sehr viel dazu beiträgt. Ja, die erste Frage, die ich deswegen ganz gern an dich stellen möchte, ist: Kannst du mal bitte schildern, wie du überhaupt zu dieser Betrachtung mit den Archetypen gekommen bist? Ja, bei mir war das auch so, dass es von außen angestoßen wurde. Es Anlass dieser tiefen Beschäftigung damit war ein Buch von Bernhard Guillotière. Bernhard Guillotière ist ein belgischer Zentralbanker, der leider schon verstorben ist und der sich als einziger Zentralbanker, soweit mir das bekannt ist, wirklich sehr tief und sehr intensiv mit den tiefen psychologischen Gründen auseinandergesetzt hat, weshalb eine Gesellschaft eine bestimmte Geldordnung hat. Und insofern hat er den Anlass dafür gegeben, dass ich mich eben auch noch mal viel tiefer mit diesem Thema beschäftigt habe. Und ja, man kann sagen, dadurch können wir jetzt heute ein wenig Tiefenökologie und Tiefenpsychologie betreiben. Sehr schön. Ja, hast du diese ursprünglichen Gedanken von dem Seurat selbst noch erweitert oder stellst du heute im Wesentlichen seine Erkenntnisse vor? Ich stelle heute im Wesentlichen seine Erkenntnisse vor und natürlich fällt einem aufgrund der neueren und aktuellen Zeit auch immer ein entsprechendes zusätzliches Beispiel ein. Aber es sind im Wesentlichen schon die Grundgedanken, die er auch in seinem Buch Mysterium Geld dargelegt hat. Und ich halte das wirklich für ein so wichtiges Erbe, was er uns dahinterlassen hat, dass ich es von mir aus sehr wichtig finde, es mit anderen zu teilen. Denn wenn wir an diesen Herausforderungen arbeiten, die er auch schon klar herausgearbeitet hat, dann sind wir eben auch in der Lage, von innen heraus uns ja in eine Haltung zu bringen, die sozusagen dann auch eine neue Geldordnung anzieht. Also es ist mal eine etwas andere, ich selbst habe ja auch ursprünglich anders begonnen. Ich bin ja auch eher von den äußeren Rahmenbedingungen ausgegangen, habe mir angesehen, wie funktioniert das heutige Geldsystem und habe dann eben versucht, in den Netzwerken mit anderen ein neues Geldsystem zu entwickeln.
das eben nicht die gleichen Mechanismen aufweist wie das heutige. Also da sind wir eher eben vom Äußeren, von der Funktionalität her, an die Neuentwicklung eines Geldsystems herangegangen. Und der jetzige Weg zeigt eben auch eine Möglichkeit auf, wie man zugleich innerlich den Weg für eine neue Geldordnung bereiten kann, also sozusagen eine innere Landschaft dafür vorbereitet in sich, jeder Einzelne für sich, um damit im Kollektiv eben etwas Neues, ein neues Wir entstehen kann. Ich denke, das ist eine der größten Vernachlässigungen in vielen Betrachtungen, dass wir unsere innere Verfassung dabei einfach nicht mit berücksichtigen, sondern so tun, als geschehen die Dinge einfach nur im Außen. Oh ja. Wirklichkeit ist aber immer eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Außen da. Ja, dann bin ich sehr gespannt zu hören, welche Archetypen denn jetzt maßgebend dafür sind, welche Geldordnung wir haben und wie die sich ändern oder wie die Betrachtung der Archetypen sich ändern müsste, um eine neue Geldordnung zu kriegen. Ja, erläuter vielleicht mal bitte einfach, welche Archetypen jetzt wesentlich sind. Ja, gerne. Ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn man vielleicht erst noch mal damit anfängt, also für Menschen, die noch gar nicht wissen, was Archetypen sind, erst mal allgemeiner zu erklären, was eigentlich Archetypen sind. Aha. Archetypen, so bezeichne ich das jedenfalls für mich, das sind Bilder, sind Muster von Gefühlsempfindungen, die wir universell einordnen können. Universell meint, dass wir in jeder Kultur ein gleiches Verständnis haben, also diese Gefühlsmuster sofort wiedererkennen mit dem Bild, was durch den Archetyp mit diesen Gefühlsmustern verknüpft ist. Also unsere Helden und Sagenmythen sind eigentlich voller Archetypen, wenn man so möchte. Ne, so kennt fast jede Kultur die Geschichte eines Helden, wo also von klein auf beschrieben wird, wie ein Held unter schwierigen Umständen geboren wird, wie aber schon früh seine außerirdischen Fähigkeiten zeigt und dann schnell zu Ruhm und Reichtum kommt und dann möglicherweise der Gefahr der Hybris unterliegt, also eben doch dem Stolz, solche außergewöhnlichen Fähigkeiten zu besitzen, nicht ganz widerstehen kann und dadurch dann auch wieder einen heldenhaften Tod erleidet. Diese Mythen, die finden wir in allen Kulturen vor und sobald ich eben von einem Helden spreche, wissen im Grunde genommen schon alle Menschen, so in diese Richtung geht das ganze Gefühlsmuster, das dieser Held verkörpert. Und das sind im Grunde genommen Archetypen. Es gibt tausende von Archetypen und die Werbung beispielsweise weiß auch diese Archetypen sehr zu nutzen für uns. Also sobald man Reklame mit Superman macht, ne, oder Harry Potter, sind die Leute sofort dabei und gehen auch schnell mit in diesen Gefühlsmustern, die von diesen Archetypen eben verkörpert werden und schaffen dadurch auch die Dimension, also die emotionale Dimension des Lebens, die wiederum natürlich Realität manifestiert. Bernard Lyotard ist bei seinen Forschungen nur von 5 Archetypen ausgegangen, ganz einfach, weil wir erst einmal nur eine vereinfachte Landkarte darstellen möchten. Man könnte das noch unendlich fein differenzieren, aber das ist gar nicht so der Sinn des Ganzen. Wir wollen in diesem auch Interview da nicht zu weit gehen, sondern erstmal nur so eine grundlegende Tür öffnen, die allein ist schon eigentlich sehr erstaunlich, weil man schon einen schönen Überblick gewinnt über die kollektiven Empfindungen, die vorherrschen. Mhm. Genau. Also das sind die Archetypen im Allgemeinen. Also die modernen Archetypen sind dann so Superman oder Superwoman oder Harry Potter,
so, daran sieht man dann schon, es gibt sehr viele oder die tragisch Liebenden sind Romeo und Julia oder Marilyn Monroe. So kann man das schon, denke ich, dann mal ein wenig besser für sich fassen, für Menschen, die jetzt noch gar nichts von den Archetypen gehört haben. Wobei ich denke, dass es nur andere Verkörperungen derselben Archetypen sind. Also wenn du zum Beispiel Superman ansprichst oder Harry Potter, dann sind es Wesen, die ganz bestimmte Archetypen verkörpern. Ja, ja, genau, das meinte ich. Ja, ja, genau. Das meinte ich, genau. Genau. Ja, also Harry Potter, der Zauberer, ne? So. Genau. Genau. Gut, und um jetzt etwas näher auf die fünf Archetypen einzugehen, die wir für unsere Forschung und die wir für unsere Forschung jetzt hier gebrauchen können, würde ich gerne mal auf meine Folie schalten. Ja. Kann ich das hier genau, ne? Bildschirm freigeben? Dann gehe ich jetzt mal hier rüber. Ah, das war die falsche. Müssten wir dann noch mal kurz rausschneiden. Das ist dann hier. So, genau. Gut, also das so. Jetzt, um einen Archetypen genauer bezeichnen zu können oder die Archetypen so in einem Ensemble vorstellen zu können, bedienen wir uns eines fünfzackigen Sterns. Das hat sich sehr bewährt, denn an allen Sternecken sozusagen befinden sich eben Archetypen von diesem fünfzackigen Stern. Man sagt, wenn diese fünf grundlegenden fünf Archetypen vorhanden sind, dann gelangen wir sozusagen zum vollendeten archetypischen Menschen. Jeder Mensch, der also diese Archetypen in sich voll integriert, der wäre schon ein vollendeter Mensch. Und wenn natürlich dann alle Menschen, alle Individuen einer Gesellschaft diese Archetypen voll integrieren, hätten wir auch eine vollendete Gesellschaft. Jetzt kann man ein wenig unterscheiden bei den Archetypen. Es gibt, also wir haben als die fünf wichtigsten Archetypen sind einmal der Herrscher, der Krieger, der Magier, der oder die Liebhaberin und der oder die Ernährerin. Und wir sehen, beim fünfzackigen Stern sind jetzt diese Archetypen genau hier so angeordnet. Und wir sehen, hier auf der rechten Seite des Sterns befinden sich die Archetypen des Herrschers, Kriegers und des Magiers. Und das sind die sogenannten Yang-Archetypen, die also auf der männlichen Energie beruhen. Und auf der linken Seite haben wir nach dem Herrscher den Archetyp des Liebhabers und der großen Mutter. Und das sind beides die Yin-Archetypen, die also die weibliche Energie verkörpern. Und hier kann man schon also die erste Unterteilung machen. Also ich muss das hier, genau. Jetzt sehen wir das hier. Den fünfzackigen Stern mit allen fünf Archetypen. Und wir sehen, dass eben Krieger und Magier zu der männlichen Seite der Archetypen gehören und der Liebhaber und die große Mutter zu der weiblichen Seite. Und wir können noch eine weitere horizontale Zuordnung und Unterteilung machen. Da geht es nämlich dann darum, dass der Archetyp des Herrschers die Beziehung zu sich selbst bezeichnet, der Archetyp des Kriegers und des Liebhabers bezeichnet die Beziehung zu anderen. Und der Archetyp des Magiers und der großen Mutter bezeichnet die Beziehung zur ganzen Welt. Ja. Und so kommen wir dann zu diesen einmal vertikalen und horizontalen Zuordnungen sozusagen. Wir
können hier nochmal so diesen, durch den Einbau hier dieses Bildes von Leonardo da Vinci nochmal schön visuell verdeutlichen, dass der Mensch eben ja im Grunde genommen so nach diesen 5 Archetypen ausgerichtet ist. Also der Kopf steht eben für den Herrscher, die Arme für die beiden Archetypen, die die Beziehung zu anderen bezeichnen, und die beiden Beine bezeichnen die Archetypen, die ja unsere Beziehung zur ganzen Welt darstellen. Wenn Archetypen nicht voll gelebt werden und unterdrückt werden, also die Energie dieser Archetypen, also der Herrscher, der Krieger, der Magier, der Liebhaber und die große Mutter, bezeichnen ja immer eine bestimmte Energie in uns. Und wenn wir diese nicht voll leben können und teilweise unterdrücken, dann kommen die Schatten des Archetyps zum Vorschein. Und hier möchte ich ganz gerne mal zunächst vielleicht die Schattentheorie erörtern am Beispiel des Herrschers. Wenn das Ich auf der angstbasierten Schiene, dargestellt hier durch dieses Dreieck unten, wo ich hier mit so einem runden Kreis das Ich eingezeichnet habe, wenn das Ich also auf einer angstbasierten Schiene verharrt, sozusagen, dann können entweder die Yang oder die weiblichen Schatten des jeweiligen Archetyps hervortreten. Beim Herrscher sind die, wenn also sozusagen die Energie des Archetyps im Übermaß vorhanden ist, dann zeigt sich eben der männliche Schatten, und beim Herrscher ist das der Tyrann. Und wenn die Energie des Archetyps so gut wie gar nicht vorhanden ist, dann zeigt sich der weibliche Schatten, und das ist im Fall des Herrschers der Schwächling. Die integrative Kraft des Herrschers oder der Archetyp des Herrschers selbst, der bezeichnet im Grunde nichts anderes als unser höheres Selbst. Unser höheres Selbst ist somit die integrative Kraft, die der Archetyp des Herrschers benötigt. Wenn jemand ein Übermaß an, ja, an dieser Herrscherenergie hat, dann zeigt er den Schatten eines Tyranns, stellt selbst einen Tyrannen dar. Wenn er nämlich auf dieser angstbasierten Schiene verharrt, ansonsten ein Schwächling zu sein. Also Schatten kommen dadurch zustande, oder man ortet sich dann, das Ich ortet sich da sozusagen ein, sobald eben das Ich Angst hat, in den gegengesetzten Schatten zu fallen. Und es gibt ein Gesetz, nämlich dass Schattenpaare sich gegenseitig anziehen. Das heißt, ein Tyrann ist ja selten allein und schart in der Regel viele Schwächlinge um sich. Und Schwächlinge werden häufig vom Tyrannen tyrannisiert. Das heißt aber auch, dass dadurch wird schon klar, dass eben genau das Hervortreten von Schatten für uns aus psychologischer Sicht eben Lernaufgaben sein sollen. Ein Schatten verschwindet in der Regel erst, wenn ich lerne, den Archetyp, den es betrifft, vollständig zu leben, also dessen Energie, und zwar ohne Angst. Da der Herrscher im Grunde das höhere Selbst verkörpert, zeigt eben, dass der Tyrann im Grunde genommen gar keine Verbindung mehr zum höheren Selbst hat. Weil hätte er sie zu seinem eigenen göttlichen Wesen, dann würde er sich gegenüber anderen nicht unbedingt so verhalten. Der Schwächling, der hat auch keine Verbindung mehr zum höheren Selbst, weil er im Grunde genommen diese Erkenntnis, dass er selbst ein göttliches Wesen ist, das sich nicht von anderen bevormunden lässt, verloren hat. Und wir können das heute auch mal sehr schön
sehr schön an einem modernen Beispiel verdeutlichen. Die integrative Kraft, um eben den Schatten wieder loszuwerden, das ist das höhere Selbst. Also sobald das Ich anfängt, diese angstbasierte Schiene zu verlassen, oh, wenn ich, damit ich kein Tyrann werde, bleib ich lieber mal Opfer und Schwächling. Umgekehrt der Tyrann, der sich sagt, also nee, bevor ich ein Opfer werde, haue ich hier lieber 10-mal rein. Diese Schatten sozusagen lassen sich nur auflösen, indem die integrative Kraft des höheren Selbst wieder aktiviert wird. Und dieser Archetyp des Herrschers ist eigentlich sozusagen mit der wichtigste Archetyp, den wir haben. Er bestimmt nicht nur, ob wir Schwächling oder Tyrann werden, sondern er zeigt auch auf, dass er die integrative Kraft schlechthin ist. Das höhere Selbst ist nämlich zweipolig, wenn man so möchte, so wie es ja auch schon Ludwig Gartz für die Seele beschrieben hat, besteht der Archetyp des Herrschers immer aus den zwei universellen Energien, nämlich aus der männlichen und der weiblichen Energie, die jedem Menschen als Energieform mitgegeben ist. Also egal, ob wir als Mann oder als Frau geboren werden, wir tragen immer diese beiden männlichen und weiblichen Energien in uns und müssen sie im Archetyp des Herrschers eigentlich immer zum Ausgleich bringen. Und der Archetyp des Herrschers hat dann auch die Fähigkeit, alle anderen weiteren Archetypen in sich zu integrieren, bei Notwendigkeit zu aktivieren und untereinander wieder auszugleichen. Er ist also die zentrale, steuernde Funktion für die Energien, die wir in uns tragen. Und ein modernes Beispiel für einen Tyrann ist zum Beispiel hier eben der Darth Vader aus George Lucas Filmreihe Krieg der Sterne und verkörpert eben in seiner Aufmachung hier den modernen Tyrann. Und es zeigt auch, dass er eine Maskerade benötigt, um sozusagen ein Menschsein vorzutäuschen. Denn wenn man ihm den Helm abnimmt, dann erkennt man, dass er ein seelenloses Wesen ist. So dass er diese Maskerade benötigt, um anderen vorzutäuschen, er sei noch ein Mensch. Aber in Wahrheit hat er eben schon seine Verbindung zum höheren Selbst verloren und kann dadurch in sehr übersteigerter Form den Archetypen des Herrschers leben, weil im Grunde sein höheres Selbst ihn nicht zügelt und ihn zurechtweist. Und er keine Empathie mehr für andere übrig hat. Ja, und wir sagten es schon, ein Tyrann, der kommt nie allein, der braucht viele, viele Schwächlinge um sich, um überhaupt seine Energie ausleben zu können. Und diese Schwächlinge und Opfer habe ich mal versucht, eben so jetzt hier auf dieser Folie auf der rechten Seite darzustellen. Das sind im Grunde all die Menschen, es ist die Masse der Menschen, die im Grunde ja nur noch ein geschwächtes Ich haben, wo die Energie des Herrschers gar nicht voll integriert ist, die, weil sie keine Verbindung mehr zu ihrem höheren Selbst haben, gar kein Rückgrat mehr haben, um sich gegen einen Herrscher zur Wehr zu setzen. Ja, und so kommen dann eben beide zusammen und beide müssten eigentlich gar nicht sein. Also die Welt besteht normalerweise nicht aus Täter und Opfer, sondern wir schaffen es selbst dadurch, dass wir unsere Schatten leben und nicht unseren vollendeten Archetyp des Herrschers leben. Dass die Masse heute in diesem geschwächten Ich lebt und sich nicht gegen Tyrannen wehren kann, das hat natürlich auch mit einer langen Geschichte zu tun in unserer Kultur, wo wir aufgrund von Kirche, Sozialisation, Staatsdoktrin und Wissenschaftsdogmen im Grunde genommen ja etwas darauf trainiert worden sind, dass wir selbst uns keine Meinung mehr bilden können, dass wir selbst
keine Verbindung mehr zum höheren Selbst aufbauen, weil das ja die Priester beispielsweise für uns übernommen haben, die den Kontakt zu Gott nach uns unten hin vermitteln, oder eben auch, wo Wissenschaft so kompliziert geworden ist, dass keiner mehr mitreden kann und nur noch die Experten Gehör finden, so dass wir uns selbst immer mehr und mehr herausnehmen, nur noch so ein Stück Körper sind, also Hülle, die wir identifizieren uns fast nur noch dann mit der Hülle, in der wir sind hier auf Erden, ohne eben zu erkennen, wow, wir sind alle, die wir hier sind, in unserer Essenz göttliches Bewusstsein. Und wenn uns das immer klarer würde, würden wir auch wieder dieses Rückgrat in uns finden, energetisch zu sagen, nein, stopp, das, was der Tyrann hier veranstaltet, das geht zu weit, da machen wir nicht mehr mit. Ja, also dann eben auch den Archetyp des Herrschers zu leben, in der Form, dass man sagt, halt, stopp, hier ist die rote Karte, hier geht es nicht weiter. Diese alte Art und Weise, wie wir versucht haben, Tyrannen loszuwerden, nämlich eben indem wir sie gewalttätig niederschlagen, ist im Grunde insofern, ja, sagen wir mal, nicht gerade so zielführend, weil wenn wir den einen Herrscher totschlagen, dann steht in der Regel auch schon der zweite vor der Tür. Das heißt, wenn wir in unserem Inneren nicht versuchen, in diesen Ausgleich zu kommen und unsere Verbindung zum eigenen höheren Selbst zu stärken, dann kann es gut sein, dass wir als Lernaufgabe immer wieder einen neuen Tyrann vor die Nase gesetzt bekommen, um eben anhand dieses Tyrann, der uns also bis ins kleinste Pisa zu lernen, nein, halt, stopp. Ich bin ein vollwertiger Mensch, ich habe ein göttliches Recht erfüllt, auf dieser Erde zu leben. Und ich kann dies auch umsetzen, indem ich meine Verbindung zum höheren Selbst immer wieder stärke. Ja, und dadurch den Archetyp des Herrschers auch in mir integrieren. Ja. Genau, das ist also so die Schattentheorie. Und nun haben alle Archetypen eben einen Schatten. Der Schatten zum Beispiel, das kann ich jetzt mal kurz springen, des Kriegers. Also zum Archetyp des Kriegers kann man sagen, der Krieger ist eigentlich zum Schutz des Lebens da. Das ist so eine Energie, die eben alle Lebensformen schützen soll. Und auch Eroberungen zum Wohl der Gesamtheit sozusagen, also zum Wohl der Allgemeinheit unternimmt. So. Dieser Archetyp des Kriegers hat ganz besonders große Bedeutung gefunden in unserer Kultur, als es so den Übergang gab von Sammlern hin zur Viehzucht und zur Jagd, weil natürlich gerade Krieger und die kriegerische Energie dafür disponiert ist, dass man ihm wilde Tiere jagt oder auch Menschen vor wilden Tieren beschützt. Da hat es eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Ja, und die Schatten des Kriegers sind eben auf, wenn ein Übermaß an Energie des Kriegers war, ist der Sadist, der also gerade wenn ihm auch der Gegenpol des Yin-Archetypens, des Liebhabers fehlt, er eine große Lust daran empfinden kann, mit Aggression über Menschen ja, zu herrschen und ihn mit Aggression Angst, anderen mit Aggression Angst zu machen. Und sein Gegenstück, der weibliche Schatten, der dann hervortritt, ist oft der Masochist, ja, der im Grunde genommen sein Opferdasein dann auch noch liebt. Die Schatten des Magiers sind, der Magier, das muss ich vielleicht auch noch mal kurz erklären, der Magier selbst ist also jemand, der in der Lage ist, die Welt zu erklären. Wie funktioniert die Welt? Er kann die
materielle Welt erklären, aber auch die immaterielle Welt erklären. Das heißt, unter Magier fallen heute, was die materielle Welt anbelangt, vor allen Dingen die Wissenschaftler, die ja uns erklären, wie die materielle Welt funktioniert. Und da können wir auch noch die Journalisten mit runterfassen, die ja dann die Wissenschaften populär erklären. Also es ist, aber auch die Lehrer fallen darunter. Und es fallen zugleich auch diejenigen darunter, die in der Lage sind, eben die immaterielle Welt uns zu erklären. Also die Schamanen, die Alchemisten oder eben halt auch spirituelle Lehrer, wenn man so möchte. Und die Schatten des Archetyps des Magiers, die also in der Lage sind, uns die materielle und immaterielle Welt zu erklären und sie auch zu beeinflussen, entweder durch eben wissenschaftliche Erkenntnisse und Anwendung oder durch Rituale. Die haben zwei Schattentypen, und zwar auf der männlichen Seite die Hyperrationalität, was heute eine ganz große Rolle spielt, gerade bei den Wissenschaftlern, die wir vorfinden. Und auf der männlichen Seite eben das willkürliche Prinzip. Man nennt es auch das apollinisch-dionysische Schattenprinzip, das hier bei Magier auftreten kann. Ja, und dann haben wir noch die Schatten des Liebhabers, der Liebhaberin. Der Archetyp des Liebhabers, der bezeichnet und lebt im Grunde genommen die Energie der Schönheit des Lebens. Also er liebt das Leben, er liebt sich selbst, er liebt seine Mitmenschen, er liebt die anderen und er liebt die Natur. Er sieht immer die Schönheit der Dinge, die da sind, und ist dann häufig eben auch ein Künstler. Und der Liebhaber hat eben die Fähigkeit, wieder in einer Gesellschaft das zusammenzubringen durch seine Liebe und durch seine romantische Haltung zum Leben, was der Krieger auseinanderbricht, und ist deshalb ein sehr wichtiges Bindeglied innerhalb einer Gesellschaft. Seine Schatten sind aber auf der männlichen Seite die Abhängigkeit und auf der weiblichen Seite die Impotenz, also die Unfähigkeit, meinetwegen noch weiter zu arbeiten oder dergleichen. Und dann haben wir noch den Archetyp der großen Mutter. Und die große Mutter steht ja für das Wohlgenährtsein, für das Umsorgtsein, für das, ja, eben das, was eine große Mutter auch gegenüber ihrem Kind ausstrahlt, dass eben das Kind sich bei der Mutter geborgen fühlen kann. Im Grunde genommen ist das auch ein Bild für die Natur. Die Natur kann alle Grundbedürfnisse aller Lebewesen auf dieser Erde immer erfüllen. Und da aber die Natur ja oft ein bisschen so insgesamt nicht so gut dargestellt werden kann, hat man früher den Archetyp der Mutter eben auch mit einer Mutter, die sehr runde, sehr viele Rundungen aufwies in Körperform, so in Figuren dargestellt. Und da geht es natürlich auch um das Thema, dass eine Frau lebensspendend sein kann, weil sie ja Kinder gebiert und auch mit ihrer Muttermilch und ihren Brüsten eben Kinder ernähren kann. Gleichzeitig haben damals ja aber auch die Männer festgestellt, gerade im archaischen Zeitalter, als wenn nicht viel mehr als Felle um unseren Körper trugen und von den Erzeugnissen in der Natur lebten, dass Frauen ja aber auch nicht nur ihren Kindern Nahrung schenken können, sondern wenn sie diese Nahrung ihren Kindern verweigern, auch den Tod bringen können. Und auch das erinnert gleich wieder an die Erde, dieses, dass wir, unser Körper aus den Elementen der Erde bestehen und dass, wenn unser Körper eben zerfällt, diese Elemente auch wieder in die Erde übergehen. Also die Ernährerin verkörpert eben das mit Leben und Tod, so diese Zyklen auf der Erde.
führen insbesondere bei einem vollendeten Archetypen dazu, dass sich derjenige, der diese Energie trägt, auch immer sehr wohlgenährt fühlt, sehr getragen, sehr im Urvertrauen ist. Dass er immer alles hat und bekommt, was er zum Leben benötigt. Und die Schatten des Archetyps der Ernährerin sind dann eben energetisch betrachtet die Gier und diese Angst eben vor Knappheit. Und Knappheit ist eben dann der Schatten in weiblicher Form. Ja, jetzt habe ich also einmal die Archetypen als solche, die fünf, die wir herausgegriffen haben und ihre Schatten vorgestellt. Und nun können wir mal versuchen, unser heutiges Geldsystem auf diese fünf Archetypen sozusagen zu transponieren. Darf ich noch mal kurz vorher unterbrechen? Aber ja, sicher. Also, was ich für wichtig halte, nach dem, was du jetzt gesagt hast, es sind also letztlich gar nicht die Archetypen als solche, die uns und das Geldsystem, was sich daraus ergibt, bestimmen, sondern die verschiedenen Aspekte des jeweiligen Archetypen und vor allen Dingen die unbewussten Aspekte, von denen wir uns unter Umständen leiten lassen, weil wir dann einfach nicht in unserer Mitte sind. Denn insgesamt sind alle Archetypen, wenn wir sie vollständig leben und wenn wir alle ihre Aspekte betrachten, alle schön ausgeglichen. Genau, sie würden dann zu einem vollendeten Menschen führen, ne? Wie ich schon sagte. Also das wäre der vollendete archetypische Mensch, der alle Energien in sich vollständig ausgleichend integrieren kann und situativ agiert und aber auch wieder ganz zurückspringen kann. Ne? Also in die jeweils angesagten Archetypen, weil die Situation ist ja im Außen immer anders und wir müssen dann immer auch ein bisschen anders reagieren und springen dann aber wieder zurück so in die energetische Mitte sozusagen. Aber das, die Archetypen kann man eigentlich bezeichnen als die Grundenergien, die wir in uns tragen. Richtig. Und die Frage ist eben, wie leben wir sie? Wenn wir zu sehr auf der angstbasierten Seite verharren mit unserem Ich, ja, dann leben wir in der Regel nur die Schatten unserer Archetypen. Ja. Und jetzt untersuchen wir mal so ein wenig, welche Archetypen eben durch unser Geldsystem so angetriggert werden. Und was das dann am Ende zur Folge hat. Damit schaffen wir so eine innere Landkarte, die uns Aufschluss darüber gibt, wie unsere kollektiven Empfindungen und Gefühle sind. Es gibt eine sehr schöne Übersicht. Hier nochmal eine kleine Übersicht über alle Schatten, die wir haben. So, das muss ich ja nicht nochmal wiederholen, das hat mir jetzt gerade eben gesagt. Schauen wir uns jetzt also nochmal an, wie wir das auf diese Lehre der Archetypen und der Schattenlehre auf unser Geldsystem transponieren können. Dazu gehe ich jetzt wie folgt vor. Und zwar, ich nehme drei besondere Merkmale unseres heutigen konventionellen Geldsystems, stelle ich mal hervor. Und zwar brauchen wir für unser heutiges Geldsystem eine Zentralmacht, die das Geldsystem steuert und kontrolliert. Anders würde es nicht funktionieren. Und diese Zentralmacht stellen heute die Geschäftsbanken und die Zentralbanken dar. Und sie bezeichnen eigentlich, spiegeln wieder den Archetyp des Herrschers. Nun war es aber so, dass ja nicht alle Völker sozusagen von sich aus dieses Geldsystem übernommen haben, sondern es war erforderlich, eben auch viele unter dieses Geldsystem zu unterwerfen, entweder durch strukturelle oder direkte Waffengewalt. Und das bezeichnet, dass eben auch der Archetyp energetisch betrachtet des Kriegers eine große Rolle spielt, um das also bestehende Geldsystem aufrecht zu erhalten und am Laufen zu halten. Und ein weiteres Wesensmerkmal unseres heutigen konventionellen Geldsystems, das hat ja Bernard Guillotière so schön herausgearbeitet,
ist, dass es sich eben auch um ein Fiat-Geldsystem handelt. Das heißt, anders als früher die goldgedeckten Währungen, wissen wir ja, dass sozusagen das heutige Geld per Knopfdruck produziert werden kann, in beliebiger Höhe im Grunde genommen. Und etwas, was sich so leicht, beliebig hoch erzeugen lässt, zu etwas zu machen, um das die Menschen konkurrieren und das sehr rar ist in vielen, vielen Kreisen, aber auch eben sehr, sehr begehrt, dazu gehört schon ein Zaubertrick. Also das ist schon, das grenzt schon wirklich an ein großes Geschick, sozusagen ein magisches Geschick. Und dadurch spielt auch der Archetyp des Magiers, der Wissenschaftler, der Experten, der Zentralbanker und der Geschäftsbanker eine große Rolle energetisch betrachtet. So, wenn wir uns das ansehen, das sind im Grunde so die drei wesentlichen Hauptmerkmale, die Herr Bernard Liatier anhand unseres heutigen konventionellen Geldsystems einmal ausgearbeitet hat. Und wenn wir uns das hier auf dieser energetischen Landkarte einmal anschauen, dann sehen wir, dass unser heutiges Geldsystem eben die drei Archetypen antriggert und betont, die ja allesamt auf der männlichen Achse liegen. Es sind allesamt eben männliche Archetypen, die unser heutiges konventionelles Geldsystem anspricht. Schauen wir jetzt einmal, wie sieht es denn auf der weiblichen Seite aus? Ist unser heutiges Geldsystem mit dem Archetyp des Liebhabers verbunden? Wohl kaum, denn wenn man sich mal anschaut, wie wir selbst Raubbau betreiben, um an Geld zu kommen, also sowohl mit unseren eigenen Ressourcen als auch mit den Ressourcen der Natur, da kann man kaum davon sprechen, dass der Archetyp des Liebhabers in unserem heutigen konventionellen Geldsystem integriert ist. Vielleicht möchten wir das noch innerlich, aber wir haben im Grunde keine Chance, denn bei der gewinnorientierten Wirtschaftsweise, die ja im heutigen, durch das heutige Geldsystem eben auch angestoßen wird, müssen wir ja oft sogar gegen unsere eigene Natur handeln, gegen unsere eigene innere Uhr angehen, damit wir überhaupt in dieser Wirtschaftsweise überstehen können. Also das zeigt schon sehr deutlich, dass das sehr wenig mit Selbstliebe oder gar der Liebe zur Natur zu tun hat. Und wenn wir uns dann nochmal den zweiten weiblichen Archetyp anschauen, nämlich die große Mutter, die Ernährerin, dann können wir uns auch hier nochmal fragen, wie sieht es damit aus? Sorgt unser heutiges Geldsystem für das Wohlergehen aller? Also wohl kaum, ne? Wir haben eben eine kleine Anzahl von Menschen, denen es sehr, 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 sehr gut geht und die materiell sozusagen immer noch nicht genug haben und immer noch mehr wollen. Aber wir haben eben auch auf der anderen Seite eine ganz, ganz große Masse, die ständig Geldnot und Geldknappheit erlebt. Das heißt, der Archetyp des Liebhabers und der Archetyp der großen Mutter, also beide weiblichen Archetypen, die ja für eine vollendete Gesellschaft und im Kleinen dann eben für einen vollendeten Menschen erforderlich sind, sind im heutigen konventionellen Geldsystem absolut unterdrückt. Und was hat das jetzt zur Folge? Wir sehen, die drei Archetypen auf der männlichen Seite sind voll aktiviert, die beiden weiblichen Archetypen des Liebhabers und der Großmutter sind unterdrückt. Und das führt dazu, dass dieses Übermaß an Yang-Energie, die im System vorhanden ist, eben auch alle männlichen Schattenpaare hervorruft bei den Archetypen, die aktiviert sind. Das ist dann eben auf der Herrscherseite der Tyrann, auf der Kriegerseite der Sadist, also die auch noch Lust dabei empfinden, Macht über andere auszuüben, Karrieristen insbesondere, die wieder besseren Wissens Menschen
in andere Richtungen leiten, die nicht für ihr Wohl gut sind. Und wir haben auf der Seite der Magier, also unserer Wissenschaftler, Lehrer, aber auch also im Bereich der, ja, vor allen Dingen dort natürlich, wo es um die Erkundung der materiellen Welt geht, in den Schatten der Hyperrationalität. Diese Schatten sind in unserem heutigen, aufgrund unseres heutigen Geldsystems und der Energien, die es halt in uns anstößt, sehr hoch im Kurs. Also sie sind hoch aktiviert. Und dadurch, dass jetzt, das hatten wir ja schon mal am Anfang erwähnt, die Archetypen des Liebhabers und der großen Mutter gar nicht aktiviert sind über unser heutiges Weltsystem, treten bei diesen beiden Archetypen auch beide Schattenpaare hervor. Wir sagten ja schon, wenn man einen Archetyp unterdrückt, dann kommen die Schatten zum Vorschein. Und das sind beim Liebhaber dann eben die Abhängigkeit und die Impotenz. Und bei der Mutter eben die Gier und die Knappheit. Ja, und bei dem Liebhaber, da kann man jetzt nochmal ergänzend dazu sagen, bezeichnet die Abhängigkeit ja insbesondere auch die Süchte, die wir in unserer Gesellschaft ja par excellence mittlerweile vorfinden. Wir sind eine Suchtgesellschaft, die ja sehr stark geworden ist, ne? Also universell auch betrachtet auf der ganzen Welt. Ob es nun die Sexsucht ist, ob es die Gewaltsucht ist, die Drogensucht, die Medikamentensucht, die Esssucht, die Trinksucht, die Spielsucht, die Sucht nach Spielfilmen oder Serien. Wir sind wirklich großartig darin, mittlerweile in diesen Süchten verfallen, anstatt uns eben selbst zu lieben, wie es die vollendete Form vorsehen würde. Gleichzeitig tritt aber auch auf der anderen Seite so dieser Schatten hoch, der ja sich dadurch äußert, dass viele beispielsweise in einem Burnout leiden. Also einfach sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann nicht mehr, ich habe mein Burnout. Ich kann nicht mehr vor oder zurück. Und das spiegelt eben diese Impotenz wider. Und beim Archetyp der großen Mutter, da haben wir es ja im Grunde schon, habe ich es vorher schon erklärt, da haben wir ja auf der einen Seite eben die paar wenigen, die eben über sehr, sehr viel materielle Reichtümer verfügen und immer noch nicht genug davon bekommen können. Also wo sich die Gier so als männliche Form eben sehr deutlich zeigt. Die natürlich aber auch durchaus in den unteren Schichten vorhanden ist und sich zeigen kann. Und wir haben aber eben auch in der großen Masse eben so diese Erfahrung von Geldknappheit, dass das Geld oft bis zum Ende des Monats nicht mehr wirklich reicht, um alle Bedürfnisse, Grundbedürfnisse befriedigen zu können, wodurch eben ein Mangelbewusstsein eintritt. Ja, und sag mal selbst, lieber Siegbert, ist das nicht ein perfektes Spiegelbild, ja sozusagen der Energien, die wir heute im Kollektiv vorfinden? Auf jeden Fall sehe ich das so. Das ist ein wirklich sehr treffendes Bild. Und das zeigt sich ja nicht nur kollektiv, sondern es zeigt sich auch individuell letztendlich. Ja, natürlich. Mhm. Also, natürlich. Ich meine, es ist klar, ne? Einige Individuen, die stehen irgendwo so, die stehen vielleicht da hoch, gerade in einem Kurs und leben eher die tyrannische Energie aus. Die anderen leben eher die kriegerische Energie aus und andere aber eben befinden sich gerade im Burnout oder machen die Geldmangelerfahrung. Also alle Individuen aber sind eben im Grunde genommen hier auf diesem Schaubild ganz gut wiedergegeben. Und ich behaupte, gerade in der aktuellen Zeit, innerhalb der letzten 2 Jahre mit dieser ganzen Corona-Panikmache, zeigt es sich ganz besonders deutlich. Also ich habe den Eindruck, dass es sozusagen auf dem Höhepunkt der möglichen Ausprägung die Zahl der ängstlichen,
der Menschen, die eigentlich einen starken Herrscher wünschen, ist so groß wie selten vorher. Die jetzt alles mit sich machen. Und diejenigen, die es nicht mehr ertragen, die schlagen sich einfach sozusagen auf die nächste Schattenseite. Das heißt, wer nicht mehr beherrscht werden will, versucht selbst als Herrscher aufzutreten. Ganz egal, ob dadurch, dass er meinetwegen Demonstrationen organisiert oder zum Widerstand aufruft oder wie auch immer. Also es ist jedenfalls bisher keine Integration zu erkennen. Sondern nur ein Wechsel von einer Seite auf die andere. Einerseits mal klein machen, auf der anderen Seite Selbsterhöhung. Es werden andere Begriffe für dasselbe Verhalten. Ja, und solange das so ist, werden wir ganz sicherlich kein neues Geldsystem schaffen können. Aber Gott sei Dank sehe ich eben auch sehr, sehr viele Menschen, die sich scheinbar zurückziehen, in Wirklichkeit aber vor allen Dingen zu sich selbst kommen und auch erstmal in sich selbst wirklich die Mitte finden wollen, bevor sie dann wieder im Außen agieren. Genau. Und das ist ja auch unsere Chance. Ja. Also dies hier ist ja im Grunde genommen, sagen wir mal, die äußere Welt ist ein Spiegel unserer inneren Empfindungen und Befindlichkeiten. Mhm. Und wenn wir sehen, dass sich unsere Befindlichkeiten eben in diesem Fahrwasser befinden und wir ja immer wieder diese Archetypen und ihre Schatten durch unsere eigenen Empfindungen stets neu verstärken, wird klar, dass wir energetisch betrachtet nicht zu einer neuen Ordnung kommen können, solange wir in diesen Energien verharren. Und deswegen ist es sehr gut, wenn wir anfangen, eben an unseren Schatten, jeder für sich individuell, zu arbeiten. Man spürt ja sehr schnell, wo bin ich? Also das hat man ja sehr schnell geortet. Und man kann dann eben in einer viel bewussteren Art und Weise, das ist das Geschenk unserer heutigen Zeit, das gab es ja vorher noch nie, vorher gab es einen Wandel und wir wurden mitgerissen sozusagen von den Geschehnissen im Außen und befanden uns dann eben in diesen Energien, aber heute befinden wir uns zwar auch in einem Wandel, aber können eben viel bewusster von außen nochmal sehen, wo stehen wir da, wo sind wir geortet, damit wir sehr bewusst eben an einer Vollendung unserer Archetypen arbeiten können. Und wenn wir das nämlich alle gemeinsam tun, dann würden wir ja dahin kommen, dass wir sozusagen alle, einen Moment, da muss ich mal ganz kurz überspringen. Das müssen wir dann nochmal kurz rausnehmen. Also, dass wir im Grunde alle Archetypen leben, ohne dass die Schatten noch groß hervortreten. Und gleichzeitig zeigt uns das wäre hier also der vollendete, perfekte, individuelle Mensch, ne, unten die Nacht, das ist ja alles hier. Das hier wäre also der perfekte, archetypisch vollendete Mensch. Wenn ich jetzt noch einmal ganz kurz zurückgehe, ich hier so. Was diese Karte auch sehr deutlich zeigt, ist, welche Werte wir im Kollektiv haben. Denn solange wir die Herrscherenergie und die Kriegerenergie und die Magierenergie so toll finden, weil das ist ja auch, das zeigt ja dieses Schaubild auch, werden wir immer wieder das gleiche Geldsystem wählen. Ja. Auch weil wir natürlich fälschlicherweise glauben, ja, das hört man ja oft auch, ja, der Mensch ist gierig, der Mensch, ne, der ist nun mal, also der, und er ist, sobald er herrscht, ne, dann verliert er gleich alle ethischen Grundsätze, mehr oder weniger. Also dann ist er schon
für den Tyrannen geboren, sozusagen. Also da herrschen ja ganz viele Missverständnisse vor, Mythen, die ja so gar nicht wahr sind, weil es ist nicht die Realität, dass alle Menschen gierig sind, sondern es sind die Schatten, die hervortreten, wenn die Menschen den Archetyp der großen Mutter nicht in ihr Gesellschaftssystem integrieren können. Dann ist es ein absolut Charakteristikum sozusagen, dass eben die Gier so stark hervortritt, die aber gar nicht hervortreten würde, hätten wir den Archetyp der großen Mutter in unser Geldsystem, in unsere Gesellschaftsform integriert. Und zwar in der Form, wie eben auch der Archetyp gelebt werden muss. Und ich meine, wir kennen das ja alle, auch unsere Liebe zur Natur und zu uns selbst, die können wir ja im Grunde in diesem Wirtschaftssystem, das wir haben und das nun mal von unserem Geldsystem gesteuert wird, gar nicht ausleben. Und solange wir unsere Werte nicht verschieben, also weg vom Herrscher- und Kriegertyp, ne, dieses so das starke Männliche, das ist ja immer, ne, das ist ja, sind ja Vorbilder in unserer Gesellschaft. Und solange wir daran festhalten und glauben, nur das kann uns dazu befähigen, eben halt unsere Realität in den Griff zu bekommen und im Wohlstand zu leben, solange werden wir eben diese Energien von Gier und tyrannischer Herrschaft und so weiter erleben müssen, bis wir begreifen, dass eben auch die weiblichen Archetypen einen Platz, einen wichtigen Platz haben und sozusagen ein Kit für die Gesellschaft sind. Und solange wir sie nicht von innen heraus absolut wertschätzen, so dass wir sie auch im Außen zu einer Erhöhung bringen, also dass die Werte eben auch im Außen anerkannt werden, auch monetär anerkannt werden, solange bleiben wir in diesem energetischen Muster hängen quasi. Und es sind die Energien, also unsere eigenen Empfindungen, die immer dazu beitragen, dass wir ein altes System sozusagen ständig verstärken. Man nennt das auch Selbstreplikation. Solange wir in diesen Energien bleiben, hängen wir in dieser Selbstreplikation fest. Also ne, schon die Knochen der Urgroßmutter, unserer Urgroßmütter hatten diese Energien in sich. Und erst wenn wir uns bewusst abkehren und sagen, halt, Moment, wir schauen uns unsere Schatten an und wir versuchen, die Archetypen in uns in vollendeter Form einzubringen und schaffen uns auch äußere Rahmenbedingungen dafür, wie eine Geldordnung, die eben auch unsere Seite der Liebe zu uns selbst und der Liebe zur Natur mit integriert, erst dann können wir uns eben auch ja aus diesem energetischen Muster befreien und ein neues Geldsystem kreieren oder besser gesagt annehmen. Denn diese Modelle, wie man diese Archetypen stärker integrieren kann, auch in einem Geldsystem, die sind ja längst vorhanden, seit über 30 Jahren, aber die Menschen schauen gar nicht dran. Weil sie immer in diesen Energien fahren. Entweder, oh, ich kann nicht mehr, ich bin aus Blut, oh, und alle, ach, sie sind doch sowieso alle gierig, ja, oder es bleibt immer so, wie es war. Nein, so ist es nicht. Aber eben, man muss sich darüber bewusst werden, dass wir zwar diese Energien durch die alten Systeme sehr stark ja, gefördert haben, diese eben auch sehr stark aktiviert sind, sie aber nicht zur Natur eines vollendeten Menschen gehören und einer vollendeten Gesellschaft. Das ist mir eigentlich wichtig, nochmal zu sagen. Und indem wir eben ja bewusst uns auch zum Beispiel, also alle, die, also jeder arbeitet so, wie er gerade kann und auf welcher Position er ist. Und wenn ich zum Beispiel in einer Mangelerfahrung bin, und es gibt ja jetzt nicht umsonst so viele tolle spirituelle Lehrer, die uns helfen, erstens mal die Beziehung zu unserem Archetyp des Herrschers wieder zu normalisieren, also die Verbindung zu unserem eigenen höheren Selbst mehr aufzubauen und auch helfen, aus diesem Mangelbewusstsein herauszukommen. Also die jetzt schon eben versuchen, uns das Füllebewusstsein mehr mitzugeben, sodass wir das im Alltag mehr leben können.
Und das führt ja auch dazu, dass wir unsere Geisteshaltung und innere Haltung ändern. Ja, insbesondere wenn die Menschen innerlich, energetisch, also die, die von Geldknappheit eben sehr betroffen sind, also Arbeiter und so weiter, immer mehr sich ihres höheren Selbst bewusst werden, ihrer göttlichen Essenz, dann werden sie auch spüren, nein, ich habe ein Recht darauf, bei 8 Stunden Arbeit ein gutes Leben führen zu dürfen. Ja? Und das als Füllebewusstsein auch nach außen dann ausdrücken, das, was in ihnen innen zwar vielleicht auch schon lange gärt, aber mehr in Form von Wut oder Resignation, wenn man das einfach wieder bereinigt von all diesen unguten Energie und im Außen dazu steht, dann ist schon viel getan, damit eben auch die neuen Modelle überhaupt einmal zum Zuge kommen können. Das ist alles richtig, ja. Ich denke allerdings für eine große Zahl von Menschen nicht ganz leicht umsetzbar. Der einfachste Weg wäre ja eigentlich, ins Innere zu gehen, in die Ruhe zu kommen und die Dinge mal wirklich in Ruhe auch zu betrachten. Also wie du vorhin schon sagtest, die Schatten. Aber durch dieses äußere System, was sich selbst immer wieder durch wechselwirkend verstärkt, sind natürlich auch die Menschen selbst immer weiter von sich selbst entfernt und ja, denken nicht einmal daran, dass es an ihnen selbst liegen könnte. Und in solchen Fällen hilft leider sehr oft dann auch nur eine weitere Verstärkung von außen, sodass der Schmerz größer wird, der überhaupt erst wieder ins Fühlen und zum eigenen Selbst führt. Natürlich, ja. Ja, es gibt ja immer, glaube ich, noch eine andere Möglichkeit, auch von außen her den Kontakt mit sich selbst wieder zu verstärken. Und das ist nach meiner eigenen Erfahrung die Möglichkeit, tatsächlich einfach ganz neue Bilder, ganz neue Modelle, in dem konkreten Fall also ein neues Geldsystem erstmal vorzustellen, weil der Mensch dadurch, dass er das dann betrachtet, auch darauf kommen kann, hoppla, Mensch, da sind ja Aspekte, die mir sehr gut gefallen. Da sind Mechanismen damit verbunden, die ich eigentlich viel lieber hätte. Und schon ist er auch bei sich. Aber ja, natürlich, deswegen, genau. Wäre es ganz gut, wenn wir jetzt tatsächlich mal zumindest grob skizzieren könnten, wie denn ein neues Geldsystem, was sowohl der Natur als auch den Menschen dient und nicht zur Zerstörung der Natur führt, wie ein solches Geldsystem ungefähr aussehen könnte. Soll ich das hier mal gleich mit anreißen? Ja, gerne. Ja, okay. Ja, also ich glaube, sehr wichtig ist zunächst einmal zu verstehen, welcher Mechanismus dazu führt, dass wir den Archetyp des Liebhabers und der großen Mutter nicht leben können. Und dieser Mechanismus ist im heutigen Geldsystem verankert durch das Zinsgeld. Also, dass wir ein Zinsgeldsystem zulassen. Dazu habe ich auch schon mal ein paar Vorträge gemacht. Das kann man sich dann auch mal gerne anschauen. Letztlich führt das zinsbasierte Geldsystem dazu, dass wir eben auch gewinnorientiert arbeiten müssen. Und es gibt einfach Tätigkeiten wie die soziale oder auch die ökologisch nachhaltige Tätigkeit, die einfach nicht gewinnorientiert sein kann. Nicht im Sinne der Zinstheorie. Ne? Also natürlich schafft man damit Gewinne, sogar sehr große reale Gewinne, weil es dann eben Menschen wieder besser geht, weil die Natur besser nachhaltig eben bewirtschaftet wird und dadurch dann mehr geschont wird. Aber das sind keine
Zinsgewinne. Also das sind keine Geldgewinne, die das heutige Zinsgeldsystem verlangt. Und deshalb fallen solche Tätigkeiten ja im Grunde genommen unsere Liebe, die Liebe zu uns selbst, zu anderen und zur Natur ausdrücken, weg. Und im Zinsgeldsystem ist es einfach auch nicht möglich, dass alle im Wohlstand leben, sondern da gibt es eben immer eine Zweispaltung der Gesellschaft in die Reichen da oben, vielleicht noch eine Mittelschicht, meist sogar auch, die aber auch gerade wegbricht, und eben die, die immer weniger haben, also die Armen. Das sind Merkmale einer zinsgeldbasierten Wirtschaft. Und eine Lösung ist dann natürlich zu sagen, wie könnte denn eine zinsfreie Geldordnung ausschauen? Und da gibt es inzwischen hier in Deutschland 3 Modelle, die ich kenne, die auch alle vieles für sich, also die viele tolle, also für die vieles spricht. Und ich selbst präferiere so die unter diesen 3 Modellen ein bestimmtes Modell, nämlich die Lebensgeldordnung. Und die kann ich mal wie folgt kurz ein bisschen fassen. Jetzt habe ich leider keine Folie dazu. Das wäre jetzt natürlich noch ein bisschen schöner. Dann sollen wir mal rausgehen aus den Folien? Ja. Ich das nochmal so erkläre? Genau, dann versuche ich nochmal. Ich komme ja hier noch raus, wenn ich hier alle... Das mit dem Bewusstseinswandel, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Aber ich komme jetzt dann nochmal kurz zurück auf das Geldsystem. Die Lebensgeldordnung sieht vor, dass für jeden Menschen eine bestimmte Geldmenge erzeugt wird pro Monat. Und diese Geldmenge wird dann auf 3 Bereiche verteilt, die eigentlich essentiell sind für uns Menschen. Nämlich 1/3 dieser Geldmenge fließt dann immer in den Privathaushalt. Das kann man sich dann vorstellen wie das Grundeinkommen. Also es fließt das, was geschöpft wird, wird eben zu 1/3 direkt abgeführt und landet dann auf den Privatkonten der Person. Und diese Person hat damit dann ein Grundeinkommen und kann dieses dann noch weiter aufwerten durch ein zusätzliches Erwerbseinkommen, also wie er das möchte. Und ein weiteres Drittel geht dann in den Gemeinschaftshaushalt oder auch Staatshaushalt. Wir haben im Moment mehrere Begriffe dafür, so, aber gemeint ist eben, dass damit Aufgaben finanziert werden, die ja von der Gemeinschaft und für das Allgemeinwohl nützlich sind. Ne? Also Straßenbau, der Aufbau und der Unterhalt von sämtlichen Infrastrukturmaßnahmen, ob nun bautechnisch, technischer Art oder Datentransfer, all diese Dinge, Siedlungsbau, ne, was man so kennt als öffentlich-rechtliche Aufgaben. Und ein letztes Drittel würde dann, und das ist ein großes Novum, das findet man in keiner neuen Geldmodelltheorie, in den Naturhaushalt fließen. Oder der Gründer der Lebensgeldordnung, Bernd Hückstedt, nennt das auch auf einen Aufbau- und Umweltfonds. Ich nenne es mal hier den Naturhaushalt, da hat man gleich sowas, so eine gute Vorstellung. Also da mit diesen Geldern sind wir dann eben in der Lage, einmal bezogen auf alle natürlichen Gemeinschaftsgüter wie Wasser, Boden, Luft, auch eine natürliche Wirtschaft aufzubauen. Das soll heißen, eben eine, die nicht gewinnorientiert ist, sondern einfach nur kostendeckend arbeitet, so wie wir das früher in der BRD auch mal hatten, zum Beispiel in der Forstwirtschaft, ne, dass man eben in der sozialen Marktwirtschaft gesagt hat, gut, das muss nicht gewinnorientiert ablaufen, sondern es reicht, wenn wir da kostendeckend arbeiten. Und genau das müssen wir ja auch wieder für alle anderen natürlichen Gemeinschaftsgüter einführen, weil sie einfach wichtig sind zur Versorgung aller, ob das ein Wasser ist oder unser Boden. Ja,
wenn man den eben gewinnorientiert bearbeitet, wie wir das heute über die industrielle Landwirtschaft getan haben, dann laugt man die Böden aus, die Böden werden unfruchtbar und vor diesem Problem stehen wir heute, sodass wir die Böden erst einmal wieder aufarbeiten müssen, sodass sie echter Humus werden. Und in diesem Naturausfall können natürlich dann auch Maßnahmen finanziert werden, wo die Firmen bereit sind, also zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft in ihrem Produktionsprozess einzuführen. Dazu braucht es dann ja entsprechend viele Umstellungen. Und die Gelder dafür würden dann aus dem Naturhaushalt fließen. Und ja, so hätten wir beispielsweise eine neue Geldordnung, die eben dazu führen kann, dass wir ja nicht mehr nur ausschließlich gewinnorientiert arbeiten, sondern an den Stellen, nur noch an den Stellen, wo sie nicht schadet, sag ich mal. Ja, also wenn jemand unbedingt Tennisbälle herstellen möchte oder eine gute Idee hat für ein schönes Präsent oder sowas, dann ist es ja möglich, in dem Bereich noch gewinnorientiert zu wirtschaften, weil es da nicht schadet. Aber sobald wir eben mit den Gütern der Natur umgehen, müssen wir sorgsam sein. Das ist einfach so. Wir unterliegen den Naturgesetzen und da können wir nicht einfach herausnehmen, was wir wollen, weil wir damit ja dann unsere gesamten Lebensgrundlagen so umgestalten, dass wir es nicht mehr gewährleisten können, dass alle gut auch in ihren Grundbedürfnissen befriedigt sind. Und da wir gerade jetzt vor dieser Schneise stehen, dass wir sagen, meine Güte, wir haben uns so heruntergewirtschaftet mit unserem gewinnorientierten Streben, ja, dass es, glaube ich, wichtig ist, sich einmal vor Augen zu halten, dass es längst andere Alternativen zu dieser Wirtschaftsform gibt, wenn wir eben auch bereit sind, und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Kraft da reinbringen, zu überlegen, wie können wir eigentlich das zugrunde liegende Geldsystem ändern. Genau. Und ja, was ich noch vergessen habe zu sagen zur Lebensgeldordnung ist, dass weil wir ja im Grunde genommen jeden Monat neue Geldmengen schaffen, also pro Person eben in unserem Grundmodell diese 3.000 Kreditos, wo dann 1.000 in den Privathaushalt fallen, 1.000 in den Staatshaushalt und 1.000 in den Naturhaushalt und das jeden Monat, da kommen natürlich gewaltige Geldmengen zustande und damit wir nicht in eine Inflation geraten, denn mit der Zeit würde das Geld sonst ja immer mehr und mehr und mehr, hat der Erfinder der Lebensgeldordnung auch noch ein ja geniales Pendant dazu entwickelt, nämlich eine sanfte Vergänglichkeit. Das heißt, dass die in der Lebensgeldordnung erzeugten Gelder einer Vergänglichkeit von 50% im Jahr unterliegen. Und das führt dazu, dass wenn die Geldmenge ein bestimmtes Geldniveau erreicht hat, das kann man sich gut vorstellen mit einer Badewanne zum Beispiel, wenn also in einer Badewanne der Wasserhahn ständig auf ist, ne, und das Wasser symbolisiert jetzt das Geld, das ständig in die Badewanne fließt, dann würde die Badewanne ja irgendwann überlaufen. Und bei uns im Geldsystem wäre das Überlaufen eine Inflation. Und da wir die natürlich auch vermeiden möchten, hat Bernd Hückstedt eben als Korrektiv noch die sanfte Vergänglichkeit mit eingebaut. Und das kann man sich bei der Badewanne dann so vorstellen, dass unten der Stöpsel, wo das Wasser wieder rausfließt, immer so leicht geöffnet ist. Na, kannst du dir dieses Bild vorstellen? Wasserhahn auf, eine Badewanne, Wasserhahn auf die ganze Zeit. Und unten ist aber auch der Ablauf, der Stöpsel, immer so leicht geöffnet. Und dadurch fließt dann, wenn die Badewanne sozusagen eine bestimmte Geldmenge erreicht hat, ein bestimmtes Wasserniveau erreicht hat, fließt das, was neu reinkommt, auch wieder raus aus dem System. Dadurch schafft er eben auch noch auf perfekte Art und Weise eine stabile Geldmenge, von der wir ja heute nur träumen können. Die Zentralbanken bemühen sich zwar, wie sie vorgeben, eine solche immer herzustellen, aber das kann natürlich gar nicht klappen, wenn
in einem Zinsgeldsystem nehmen ja immer ganz viele Menschen das Geld heraus, um es zu horten. Und darüber gibt es keine Statistiken, wie viel das jetzt nun alles ist, ne? Also so nur so annähernd. Und also allein dadurch hat natürlich die Zentralbank schon auch Schwierigkeiten. Außerdem wird das Geld erzeugt über die Geschäftsbanken, die dann wieder unabhängig sind von den Zentralbanken, auch wenn sie bestimmten Regularien unterliegen und so. Also die Geldmenge bei uns im heutigen System hat man seit vielen Jahrzehnten nicht mehr wirklich im Griff. Und das macht sich natürlich eben auch bemerkbar in Form von Inflation und Assetpreisinflation insbesondere. Ich hatte ja im Zusammenhang mit dieser Bitte, das mal kurz vorzustellen, gesagt, dass solche neuen Modelle uns auch dazu führen können, dass wir wieder mehr zu uns kommen. Ja, natürlich. Als wesentlichsten Aspekt sehe ich in dem Zusammenhang die Tatsache, dass wir eben nicht primär für Geld arbeiten müssen, sondern umgekehrt durch das, wenn wir jetzt ruhig mal alle garantiertes Grundeinkommen, Geld da ist und ich dann die Möglichkeit habe zu arbeiten, vielleicht sogar das zu arbeiten, was ich arbeiten möchte. Ja, und unbedingt. Das ist auch eines der wichtigsten Punkte, die wir haben. Also gerade Bernd Hübstedt setzt sich sehr dafür ein. Das ist die Potenzialentfaltung eines jeden. Ne, denn wenn wir dieses Grundeinkommen einführen, dann ist es ja so, dass wir nicht mehr Sorge tragen müssen, um Leben, also wohnen und essen zu können. Und dadurch eben die Möglichkeit erhalten, uns als Betätigung im Außen das zu suchen, was uns wirklich am meisten Freude macht. Denn da sind wir ja auch am besten drin. Und das ist eben das, ist das der Wichtigste, Aspekt, der tatsächlich Menschen zum Nachdenken anregen kann. Also, auf jeden Fall, natürlich. Das haben wir ja auch früher immer gemacht, aber du siehst, es sind trotzdem 30 Jahre vergangen und keiner hat sich groß damit beschäftigt. Ne? Also ich denke, aber jetzt wird einfach auch immer klarer und deutlicher, wie eng alles wird und dadurch sind die Menschen auch schon ein wenig gezwungen, mal nach rechts und links zu schauen, was gibt es eigentlich noch, was früher nicht so der Fall war offensichtlich. Ne? Also ich denke, wir haben jetzt insgesamt einen guten Überblick bekommen, A, über das, was unsere Einstellungen, was unsere unbewussten Motive, die eben mit den Archetypen beschrieben werden können, bewirkt im gesellschaftlichen und individuellen Verhalten. Und wir haben auch die Möglichkeit eines neuen Geldes ganz gut skizziert. Ich denke, dabei sollten wir es jetzt erstmal belassen, sonst wird das Ganze zu lang und zu viel für die Zuschauer. Aber ich möchte dir ganz gern noch zwei Fragen stellen, die ich allen Kongress-Interviewpartnern gestellt habe. Wäre das die erste Frage. Wenn du dir wünschen kannst, was sich innerhalb der nächsten 3 bis maximal 5 Jahre verändern sollte, was würdest du dir dann vor allen Dingen wünschen? Ja, ein Wertewandel, genau wie ich ihn eigentlich beschrieben habe, dass die Menschen innerlich immer größeren Wert auf einen menschlichen, höflichen Umgang miteinander legen, dass sie ein immer größeres Augenmerk auf diejenigen haben, die schwächer sind als sie, und nicht auf die, die irgendwie in der gesellschaftlichen Skala noch höher stehen als sie oder eben reicher sind. Das ist ja so unser typisches Bild. Ne? Und wenn das passiert, würden ja automatisch viel, viel mehr Menschen auch wieder auf die Idee kommen, dass wir konstruktiv uns neue Möglichkeiten geben. Ja. Und jetzt kommt die etwas schwierigere Frage. Was glaubst du denn, was sich auf jeden Fall diesmal innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre verändern und neu manifestieren wird? Ich glaube,
dass diese transhumanistische Agenda fallen wird, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht noch nicht danach aussieht, aber das halte ich auch mit für das Wichtigste, es ist ein Krieg gegen die Menschheit und die Biologie als solche und damit auch eigentlich ein Krieg gegen Gott. Und ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen das wirklich möchte, wenn es ihnen bewusst wird und bewusster wird. Wir werden alle mehr oder weniger ja immer dazu benutzt, unsere Energien werden durch das Geldsystem, was ja gebaut worden ist, wo wir in so eine große Abhängigkeit gebracht wurden, von den Jobs, die eben das Zinsgeldsystem bereitstellt. Ne? So, dadurch werden ja unsere Energien abgezogen für einen Krieg, den wir eigentlich nicht wollen. Und ich glaube, auch wenn es jetzt vielleicht in diesem Moment noch nicht danach aussieht, glaube ich aber fest daran, dass wir aus diesen Energien rausgehen werden, wenn wir erkennen, wie wir für so etwas instrumentalisiert werden. Und ich glaube auch, dass die Jugend das auch nicht mitmachen wird, sobald sie die Chance hatte, das zu durchschauen. Das ist natürlich dann immer das große Problem. Und ja, dass wir auch sicherlich, sagen wir mal, durch Ereignisse ja noch viel mehr, noch bodenständiger werden und uns immer klarer wird, der Gewinn, den wir heute anstreben, das ist einer in realer Form. Also, dass wir reines Wasser zum Trinken haben, genügend Wasser zum Trinken, dass wir über tolle Böden verfügen, mit denen wir alle problemlos satt kriegen. Dass wir über Fähigkeiten verfügen, diese Böden, die ja heute brach liegen und ja, ausgelaugt sind, wieder zu lebendigen Organismen zu machen. Dass das die eigentlichen Werte sind, für die wir in den nächsten Jahren stehen und leben werden. Und das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und bestimmt auch wunderschön. Und das würde ich mir sehr wünschen, auch eben die Wiederentdeckung unseres eigenen höheren Selbst, in diesmal nicht mehr so in Form von Religion, dass das eigentlich immer weiter abschwächt, sondern wir anfangen, spirituell zu leben, diesen Bewusstseinswandel mitzumachen. Denn dieses spirituelle Leben bedeutet ja auch, dass man das rationale Bewusstsein etwas stärker wieder zurückdrängt. Also nicht, dass wir unseren Verstand jetzt irgendwo an der Garderobe aufhängen und dann da liegen lassen. Das gar nicht. Den nutzen wir natürlich auch weiterhin. Aber trotzdem dieses Gefühl, dieses spirituelle Gefühl von, ich bin geborgen in dieser Welt. Und mein Bewusstsein wird auch von meinen Empfindungen bestimmt. So. Ja, ohne dass ich das immer gleich in Worte kleiden kann. Also dieser Wechsel vom rationalen Bewusstsein hin zum integrativen Bewusstsein, ja, für uns ein ganz neues Lebensgefühl kreieren wird. So, wird sich, denke ich, mit Sicherheit ganz anders anfühlen als heute. Das denke ich auch. Das wird zwar nicht morgen oder übermorgen schon der Fall sein, aber ich bin auch ganz sicher, dass es kommt. Und dass es vor allen Dingen auch begünstigt wird durch die Erfahrungen, politischen Entscheidungen und ja, und zum großen Teil sich widersprechenden Entscheidungen, weil dadurch die Menschen dermaßen verwirrt werden zu einem großen Teil, dass sie irgendwann so verwirrt sind, dass sie von ganz allein aufhören, sich im Außen zu orientieren, sondern auf sich selbst zurückzukommen. Ja, jeder von uns hat ja alles in sich, was es braucht, um hier zu überleben. Mhm. Und zurzeit ist es eher so, dass die Orientierung nach außen, also in den Medien zum Beispiel, jetzt habe ich ja gehört, dass irgendwie Trump anfängt, einen eigenen Social-Kanal zu bauen,
und beiden irgendwie dagegen schießen will mit dem wahrscheinlich schon vorhandenen oder so. Also das gibt ja einen Informationskrieg par excellence und den brauchen wir nicht, ne? Also wir würden uns Schlimmes antun, glaube ich, wenn man diesen Kanälen folgen würde. Viel wichtiger ist es also, auf uns selbst zurückzukommen und zu sagen, was ist wichtig jetzt in meinem Umkreis hier? Wie kann ich diese Gesellschaft schön mitgestalten? Also ich will nicht ganz gegen Medien schießen, es gibt auch immer mal ein paar Leuchttürme dazwischen und das kann einen durchaus ja auch inspirieren. Aber das, was so geplant ist an, sagen wir mal, offizieller Medienberichterstattung, das wird sicherlich nur zur weiteren Verwirrung führen, zum Hinhalten und die alten Spielchen. Und ich glaube, es ist eine der wichtigsten Lernerfahrungen, die man jetzt macht, zu sagen, diese Medien lenken und führen mich nicht mehr. Genau. Und Mein Inneres, ne? Mein Herz. dass die Verwirrung, wenn sie groß genug ist, von allein die Menschen sich abwenden lässt von diesem ganzen äußeren Hickhack, wo man nicht mehr erkennen kann, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Genau. Wer ist grün, wer ist blau und ist das überhaupt wichtig? Ja. Genau. Weil die Situationen wären so existenziell, dass es wirklich nur noch auf das ankommt, was ich eben gesagt habe. Es kommt nur darauf an, wie stark wir unsere eigenen Energien einbringen darin, dass wir genügend Wasser haben, dass wir ausreichend viel gesundes Wasser haben, also reines Wasser haben. Wie machen wir das? Wie bereiten wir unsere Böden so vor, dass wir daraus wieder genügend Ertrag erbringen können und dennoch nachhaltig wirtschaften? Wie können wir unsere Unternehmen umstellen, sodass ihre Prozesse die Umwelt nicht mehr so schädigen? Stichwort Kreislaufwirtschaft. Diese Ideen, die sind alle schon da und sie sind fantastisch. Und wenn wir das umsetzen in der Realität, unabhängig von irgendeinem Geldgewinn, den wir bislang immer suchten für unsere Tätigkeiten, sondern wenn wir uns wirklich auf diese Gewinne fokussieren und sagen, es ist toll, wenn ich dann nach meiner Fasson auch noch leben kann, also meine Wohnung habe oder mein Häuschen, was auch immer, jeder so nach seiner Fasson, ne? Aber das nicht so in den Vordergrund zu stellen, dass ich jetzt also im Jahr, wer weiß, wie viele Gewinne machen muss und so, sondern eben genau umgekehrt die realen Gewinne und auch die sozialen Gewinne für andere in den Vordergrund stellen, dann schaffen wir den Nährboden und die Grundlage für ein wirklich wunderschönes neues Zeitalter, in dem alle ihre Fähigkeiten einbringen können und dabei im Wohlstand leben. Das ist eine ganz andere Welt, in der wir auch uns selbst immer dann Zeit nehmen können, wann wir es brauchen für uns und auch nicht mehr ja, abhängig sind von so führenden Persönlichkeiten, wo wir auf Augenhöhe miteinander agieren und ja, Freiheit wirklich leben können. Reichtum und Freiheit erfahren dürfen. Ne? Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dafür auf den Boden zu kommen, auf den Boden der Tatsachen. Und also nicht in so Geld, Reichtumsdinge da so, die so vom Zinsgeldsystem immer wieder so gepusht werden, ne, über viel Werbung und so weiter. Ja, dass man sich da einfach ein sachliches, nüchternes Bewusstsein aneignet, das aber trotzdem ja von Begeisterung und Freude Gottesfürchtigkeit getragen. So würde ich mir das mal so wünschen. Vor allen Dingen eben ja auch für die nächsten Generationen, denn ich finde das unverantwortlich oder würde das unverantwortlich finden, wenn wir als Gesellschaft und Kollektiv unseren Nachfahren eine solche Welt hinterlassen würden, die wir heute geschaffen haben. Darüber reden wir auch teilweise, zumindest in anderen Interviews, über die Aspekte, die du jetzt noch genannt hast. Ich denke, wir sollten an dieser Stelle vielleicht Gerne. Schluss machen, weil es noch wirklich zu viel da zu Genau. hören wird. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Petra Maria, für dieses Interview.
Ich wünsche dir, dass du mit deinen Schulungsmaßnahmen oder Vorträgen und Seminaren, was immer du anzubieten hast, gut vorankommst, möglichst viele Menschen Danke. Erreichst. Und wir werden das ganz sicher auch, was du schon anzubieten hast, mit auf der Kongressseite verlinken. Dankeschön. Danke dir, Siegwart, für das schöne Gespräch und wünsche allen, die zugeschaut haben, eine schöne Zeit und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, ja, so noch mehr in die richtigere Richtung hineinzugehen. Dankeschön. Wer sich für das eben besprochene Thema interessiert oder darüber hinaus allgemein an der Geld- und Wirtschaftsordnung interessiert ist, der kann auch entsprechende Kurse bei Petra Maria kaufen bzw. belegen. Bis zum nächsten Mal, euer Siegwart.